6 Monate ist eine lange Zeit. David, sind Sie im Gebäude? Ich bin gerade in der Lobby. Tut mir leid, dass ich Sie so schnell aus dem Krankenstand holen muss, aber wir haben ein Problem. Es gab einen Einbruch in unserer Fabrik in Milwaukee Junction. Wir treffen uns am Helipad. Ich muss erst zu Pritchard. Mit meiner Netzhautoptimierung stimmt was nicht. Frank ist im ersten Stock im Tech-Labor. Beeilen Sie sich. Es geht um Menschenleben. Ja, ich würde auch sagen, das stimmt was nicht. Das flackert nämlich. Wir müssen doch wenigstens an die Opfer erinnern, die unsere Wissenschaftler für diese Firma erbracht haben. Tut mir leid. Es muss unglaublich schwer für Sie gewesen sein. Sie wollen das Ganze sicher einfach nur vergessen, hm? Was soll das heißen? Wir müssen doch wenigstens an die Opfer erinnern, die uns... Jensen? Schön, dass Sie wieder da sind. Wir waren alle erleichtert, als wir hörten, dass Sie durchkommen. Was soll das heißen? Wir müssen doch wenigstens an die Opfer erinnern... Wiederholt sich. Wissenschaftler für diese Firma. Gut, und wir schauen uns natürlich... alles an. Ich weiß, aber Jensen, ist es nicht ein bisschen früh, ihn wieder an die Front zu schicken? Er soll wieder völlig hergestellt sein. Sein Körper hat die Augmentierung erstaunlich gut angenommen, aber sein Kopf, keine Ahnung. Und eben. Ja. Jensen? Ah, hab Sie gar nicht kommen gehört. Sie müssten längst am Helipad sein, finden Sie nicht? Wir nehmen das da mal. Wieso sagen Sie mir Ihre Befürchtungen nicht ins Gesicht, Peterson? Hey, hören Sie. Das war nicht so gemeint. Ich bin wegen der Sache in Milwaukee Junction nur angespannt. Das sind alle hier. Und Sie denken, den Leuten geht es besser, wenn Sie ihnen sagen, Ihr Sicherheitschef wäre ein Sicherheitsrisiko? Nein, nein, das habe ich... Hören Sie, Jensen. Wir wissen alle, was Ihnen vor 6 Monaten passiert ist. Normale Menschen erholen sich nicht so schnell von einer Augmentierungs-OP. Dann bin ich wohl nicht normal. Offenbar nicht. Dann hätten wir das ja geklärt. Oh, für die Akten. Ich wurde nicht gefeuert, ich habe gekündigt. In den Akten steht etwas anderes. Die Akten lügen. Das finde ich gut, sowas mag ich. Willkommen zurück, Mr. Jensen. Der neue Look steht Ihnen. Der ist, glaube ich, irgendwie leicht eingeschüchtert. Okay. Das mag ich, das gefällt mir. Wollen wir uns irgendwie eine Cola ziehen oder was? Nein. Was ist das hier? Immens hier ist ein Taste. Was gibt's hier? Nix. Softdrink, Juice, Wasser und normales leitungsfreier Riesling. Okay. Hier. Nix. Was ist das? Energy Safe Mode on. Keiner da. Auch keiner da. Nur zum Glück können wir hier nicht Klo putzen. Aber sonst können wir hier glaube ich auch nichts machen, außer Wasser aufdrehen. Wir können spülen, aber wir können offenbar nicht pinkeln. Ups, sind zu weit. Und hier können wir auch spülen. Okay. Da ist der Ladies Restroom. Da gehen wir lieber nicht rein. Habe ich in einem anderen Spiel schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Das ist dann so, ich wäre so eine Art Perversling. Wir wissen doch noch gar nichts. Was, wenn alles ein Missverständnis ist? Ein Missverständnis? Klar, ich sehe die Geiselnehmer förmlich vor mir. Verstehen Sie das bitte nicht falsch, aber jetzt alle mit dem Rücken zur Wand aufstellen. Ich meine ja nur, die Leute waren heute Abend nur in der Fabrik, weil sie seit dem ersten Angriff so viele Überstunden machen müssen. Stimmt. Eigentlich wäre niemand da gewesen. Vielleicht war es ja nur ein missglückter Einbruch. Das macht's aber nicht besser, oder? Jensen? Meine. Güte, ich hätte Sie nicht so schnell zurückerwartet. Sind Sie wegen des Einbruchs hier? Warum kann ich hier nicht auch noch einsammeln? Der zweite in 6 Monaten. Und diesmal in der Fertigungsanlage. Das kann kein Zufall sein. Ja, da gebe ich Sie sogar recht. Mr. Jensen, Sie sehen gut aus. Sind Sie wegen des Einbruchs hier? Ich bin sicher, Athena und Mr. Seraph wissen, was los ist. Mhm. Staff Elevator. Okay, bevor wir irgendwie Aufzüge oder sonstiges benutzen, laufen wir noch in der Lobby rum und
unterhalten uns ein bisschen mit den Leuten. Damit wir auch mal wissen, was die so zu sagen haben. Sie sind zurück! Der neue Look steht Ihnen. Danke. Sie jetzt wohl mehr Zeit mit den Tech-Jungs verbringen, was? Mit wem? Nochmal fragen. Das Tech-Labor wurde übrigens in den ersten Stock verlegt. Mr. Pritchard war ziemlich sauer, weil er Treppen steigen muss. Diese Primadonna. Naja, wird's überleben. Sehe ich genauso wie du. Hey, Boss. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich will ja nicht nerven, aber wissen Sie schon, wann Sie mehr Personal einstellen? Boss. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es wahrscheinlich sofort machen. Aber ich habe keine Ahnung, wie es mit den Finanzen so aussieht. Sind Sie Mr. Jensen? Ich habe gehört, Sie würden zurückkommen. Ich bin einer der Neuen. Ihr Ersatzmann, sozusagen. Das glaube ich nicht, Tim. Ich habe gehört, in der Fertigungsanlage gibt es ein Problem. Ist nichts Ernstes, oder? Ich meine, passiert sowas hier öfter? Musst du wissen, du hast doch gesagt, du bist mein Ersatz. Geh mal so weg. Mhm. Da wollte ich hin. Mein Gott, Mr. Jensen. Ich hätte nicht gedacht, dass... Wow. Ich nehme an, Sie sind wegen des Einbruchs hier. Haben Sie gut hergefunden? So lange ist das auch wieder nicht her, Cindy. Ich sehe vielleicht anders aus, aber mein Gedächtnis funktioniert noch. Ich wollte nicht sagen... Ich meine, natürlich funktioniert Ihr Gedächtnis, Sir. Es ist nur so, dass... Hier hat sich vieles verändert seitdem... Seit dem ersten Anschlag? Ja, Sir. Die Labore wurden ziemlich stark beschädigt. Wir bauen sie gerade wieder auf, aber... Die meisten Forscher arbeiten momentan woanders. Und die anderen wurden auch umquartiert. Wenn Sie also Hilfe brauchen, um jemanden zu finden... Was haben wir denn hier? So, nee, wir fragen erstmal. Sie sagen, es wurden alle umquartiert? Fast alle. Wen suchen Sie denn? Fragen wir, wo unser Büro ist, ha? Huh? Wurde mein Büro auch verlegt? Nein, Sir. Sie haben immer noch den tollen Ausblick auf die Lobby. Mr. Pritchard hatte es eigentlich vor, aber Mrs. Margulis hat es verhindert. 2 Stockwerke nach oben und dann nach rechts. Okay, jetzt wissen wir schon mal, wo unser Büro ist. Ich muss zu Seraphs Büro. Oh, er und Mrs. Margulis sind noch im Penthouse. Der Fahrstuhl im linken Flügel des Gebäudes bringt sie rauf. Im Penthouse, okay. Danke. Dazu bin ich doch da. Sonst noch was, Sir? Wo ist das Tech-Labor? Das ist nicht wirklich ein Labor, Sir. Mehr so eine Art Büro, vollgestopft mit jeder Menge Computer-Equipment. Mr. Pritchard beklagt sich ständig darüber. Nehmen Sie die Treppe hinter mir nach oben und dann nach rechts. Es ist am Ende des Flurs. Okay. Das würde mich interessieren, ja. Das Helipad wurde aber nicht verlegt, oder? Wie soll man denn das... Oh, Sie nehmen mich auf den Arm. Sehr witzig, Mr. Jensen. Nehmen Sie die Treppe in den ersten Stock und dann den Ausgang hinter der Kantine. Ich glaube, ich habe Farida vorhin dorthin gehen sehen. Hinter der Kantine? Okay. Ich finde mich schon zurecht. Wenn Sie meinen... Schön. Schön, dass Sie wieder da sind, Sir. Frank sagt, er wartet noch immer auf Sie, Adam. Sie haben keine Zeit für Spielchen. Gehen Sie zum Tech-Labor, sonst gibt es eine Katastrophe. Ich mache hier keine Spielchen, ich schaue mich um. Und hör du das Jammern auf? Ach, da war ich schon. Okay. So. Wir quatschen natürlich mit allen Leuten, die wir finden. Mann, ich konnte es erst gar nicht glauben, als ich hörte, Sie kommen zurück, Boss. Nicht nachdem Sie so zugerichtet wurden. Hi, Adam. Wirklich schön, dass Sie wieder da sind. So gefällt mir das. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Was ist das hier? Wir einen Code brauchen, oder? Kein Code gefunden. Machen wir mal Hacken? Ach nee. Vielleicht fragen wir einfach mal. Tut mir leid, Mr. Jensen. Ich bin ziemlich beschäftigt. Die Presse erwartet Reaktionen auf den Einbruch und Lyle hat mir eine Recherche aufs Auge gedrückt. Oh, musst arbeiten, armes Mädel. Oh, wen haben wir hier? Warte nicht. Jetzt kann ich nicht rein. Jensen, Sie sind wieder da. Ich hätte nicht gedacht, Sie nochmal wiederzusehen.
Selbst die Schäden an den Laboren wurden noch nicht vollständig behoben. Ja, ich bin's. Ein unhöfliches Ding. Adam, ich nehme an, Sie sind wegen des Einbruchs hier. Das hat uns noch gefehlt, was? Noch ein Angriff auf unseren guten Namen. Was hast du Adam zu sagen? Jensen. Ja? Mr. Seraph hat für die Sache wohl seinen Experten geholt. Natürlich habe ich bin allein. Alle ganz aus dem Häuschen. Das klingt doch schon mal positiv. So, wer bist du? Wissen Sie, was in der Fertigungsanlage los ist? Nö. Da gab es wohl einen Einbruch, habe ich gehört. Ja, das habe ich auch gehört. Ich dachte, du wüsstest mehr. Wer bist du? Ich glaube, ich stehe am Tisch. Egal. Die Polizei wird das schon regeln. Ja, ausgerechnet die. Okay, bis dann. Jensen? Sagen Sie nicht, Mr. Seraph hat Sie wegen dieses Einbruchs gerufen. Eigentlich müssten Sie noch im Krankenhaus liegen. Ach was, Krankenhaus. Ich lag da ein halbes Jahr drin, hieß es. Adam, Sie sind auch hier? Hat Seraph Sie wegen der Sache in Milwaukee Junction angerufen? Ja. Jensen, wow. Ich meine, Seraph hat keine Kosten gescheut, um Sie wieder zusammenzuflicken. Freut mich, dass Sie so anders aussehen. So anders klingt nett. Da, wer bist du? Du bist mit dem dummen Handy beschäftigt. Wer bist du? Du? Adam? Willkommen zurück. Ich dachte, Sie wären noch in der Reha. Reha ist was für mich, Alter. Ich wusste, der Boss hat noch ein Ass im Ärmel. Schön, dass Sie wieder da sind. Ja, finde ich auch. So, gut, dann schauen wir erstmal da rein und sollen uns mal das Geflacker hier ausschalten. Hoffen wir mal. Mach auf die Tür. Ja, das ist wirklich kein Labor. Hm? Hat er denn hier für komisches Zeug angeordnet? Hm. Ach, jetzt sehe ich es erst. Das sind laut alte Monitore, die er zu einer Bogen gestellt hat. Warum auch immer. Wahrscheinlich einfach nur, weil es kann, weil er so viele davon hat. Hm. Ob man das so im Büro stehen lässt? Kann man das nehmen? Nein. Hm. Hier ist was. Oh, wir haben gerade ein bisschen Kohle geklaut. Hm. Kann das gesehen. Und ihr verratet mich auch nicht. Naja, hoffe ich zumindest mal. So, können wir hier was machen? Nein. Aber wir müssen mal doch mit dem Kasperl reden, oder? Wurde auch Zeit. Was ist passiert? Sind Sie unterwegs in einem Lüftungsschacht stecken geblieben? Ich find's auch toll, Sie zu sehen, Francis. Mit meinem Netzhaut-Display stimmt was nicht. Kriegen Sie das hin? Wenn es das ist, was ich glaube, wahrscheinlich. Könnte aber... Der linke und rechte Bildverarbeitungsprozessor waren nicht völlig synchron. Aber keine Sorge. Ihr Körperstatus-Implantat wird sich bald einschalten und entstandene Schäden reparieren. Ihr Netzhaut-Display müsste jetzt in Ordnung sein. Die Erkennungssoftware registriert zwar noch keine Feinde, aber Radar und Fadenkreuz müssten Sie sehen. Und auch biomedizinische Daten, wenn Sie Schmerzen haben. Okay, sind wir hier fertig? Am Helipad wartet nämlich Seraph auf mich. Ich weiß. Ein paar Radikale haben in unserer Fertigungsanlage Geiseln genommen. Vielleicht können Sie dieses Mal sogar jemanden retten. Wie nehmen wir das da? Wenn Sie mit mir ein Problem haben, Pritchard, warum sagen Sie es nicht einfach? Dann haben wir es hinter uns. Nicht doch, Jensen. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Wenn jemand schuldig ist, dann ich. Der unfehlbare Pritchard gibt sich selbst die Schuld. Ganz was Neues. Ich habe Seraph gesagt, wir brauchen zum Schutz ein echtes Sicherheitsteam. Hätte er meinen Bericht aufmerksamer gelesen. Sekunde mal. Heißt das, es war Ihre Idee, mich einzustellen? Nicht Sie, Jensen. Ich wollte Dynacore, Sharp Edge oder Bell Tower. Die besten privaten Sicherheitsfirmen standen alle auf meiner Liste. Aber Seraph wollte einen internen. Und Dr. Reed auch. Ja. Halten Sie Megan aus der Sache raus. Warum denn, Jensen? Es ist kein Geheimnis, wie nahe sie beide sich standen. Und seien wir ehrlich, das SWAT hatte sie gerade wegen des Massakers in Mexican Town gefeuert. Niemand hätte sie engagiert. Sie sollten wirklich aufhören, ihre Informationen aus den Blogs von Pikers zu fischen, Francis. Das verwirrt sie nur. Der Punkt ist,
Wenn Seraph auf mich gehört hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Aber Megan, Gott hab sie selig, hatte ja immer einen besonderen Draht zu ihm. Und über diesen Draht kriegt er gleich einen Bericht über Gewalt am Arbeitsplatz, wenn Sie damit nicht aufhören. Wollen Sie wirklich weitermachen? Schon gut. So ein... Ach ja. Gelehrter. Okay, wir sind Gelehrte. Vielleicht lese ich doch mal... Oder ich versuch's zumindest mal, okay? Himmel, Adam! Während Sie in den Büros waren, hat sich die Lage verschlimmert. Wir treffen uns im Hubschrauber. Alles Weitere dort. Jetzt entspann dich mal. Ich versuch hier gerade... was zu lesen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Achso, ich... Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht gut im Lesen. Und ich will euch das eigentlich auch nicht antun. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr wollt, dass ich was vorlese. Dann probiere ich es mal eine Folge lang aus. Und dann könnt ihr mir sagen, ob das okay ist oder nicht. Wenn es für euch okay ist, dann stammle ich weiter vor mich hin. Die vorgelesenen Texte. Und wenn nicht, dann lasse ich es einfach. Machen wir es einfach so. Das, glaube ich, ist für alle am einfachsten so. Mittlerweile dürftet ihr das gelesen haben, was da steht. Ich schalte mal auf Seite 2. Blablabla, 90er Jahre. Neuronale Plastizität, das klingt lustig. So, was haben wir denn hier noch? Haben wir noch irgendwas, was wir hier machen können? Wollen wir nochmal mit dem reden? So amüsant diese Plauderei auch war, wartet Seraph nicht am Helipad auf Sie? Weiß nicht, wie ist denn der nochmal in... Jetzt wollte ich schon sagen, Halo 1 in Dings, ist der nicht Jensen? Nein. Wie ist denn der nochmal... in Tut Deus Ex 1. Mr. Jensen, ich bin ziemlich beschäftigt. Ja, ich auch. Siehst du doch, ich bin hier am Rumlaufen. Und, das hier müsste... genau, mein Büro sein. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Achso, die ist gar nicht... hat gar keinen Code. Warum hat mein... warum hat die Tür des Sicherheitschefs keinen Code? Allein das ist doch schon ein Sicherheitsrisiko. Was haben wir hier? Das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte dieses kleine Ding hier, den PDA nehmen. Zum Lesen drücken. Dann drücken wir mal. Mandrake. War schon ganz schön viel gesammelt hier, hm? Megan-Schatz. Ach, das ist die Mutter. Okay. Das hat man schon gelesen. Oh. A. Jensen und Mandrake. James Osterberg, bitte melden Sie sich. Können wir das einfach eintippen? James Osterberg, bitte melden Sie sich im... Kann ich hier reinschreiben? Jetzt halt. Ich finde es gut schon mal in dem Spiel, dass ich die, dass ich es kombinieren kann, also Tastatur und Gamepad. Nummer 23. Wo ist mein... Hier. Also, wir machen das hier immer oldschool, wenn wir Codes etc. bekommen. Ich habe hier meinen kleinen Blog. Also mein kleines Buch. Und da schreiben wir jetzt einfach mal rein. So. Büro 23. Büro 23. Und da haben wir den Code 3716. So. Was haben wir hier?
Was haben wir hier noch? Ist das dasselbe? Nö. Aha. Warum Zugriff verwehrt? Okay. Wir sind Sicherheitschef und Konstrukt. Oh, da ist noch was. Klick. Messmüll ist immer gut. Kann man brauchen. Sonst gibt es hier nichts mehr. Okay. Schauen wir mal. 23. Dann vermute ich mal, dass das Büro weiter unten ist. Da muss es da hinten, in diese Richtung muss es sein. 3716. Ja? Techle? Wo ist Büro Nummer 23? 27? 11? 25? 23 hier. So. Was haben wir gesagt? 3716. Da haben wir hier. Was haben wir hier? Sonst nichts hier. Ah, du brauchst kein Geld. Du hast irgendwas Schlimmes gemacht, glaube ich. Ja, ich bin's. Ups. Ich bleibe, bis sich alles beruhigt hat. Dauert nicht lange. Der Boss hat einen Spezialisten besorgt. Warte nicht. Mhm. Oh. Büro Nummer 32. 32 haben wir die 9642. Wir reden, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich weiß, aber wir sind nicht in Gefahr. Hm. Warte nicht. Das hatten wir vorhin schon mal. Also gehen wir noch im Büro 32. Haben wir sonst noch irgendwas? Ist leer. Mülleimer liegt auch nichts. Also Büro 32. Wieder eine Etage hoch. Aber 31. 30. Hm, falsch rumgelaufen. Ihr wollt mich doch echt verarschen. Warum sind die Büros, zu denen ich will, immer auf irgendwo anders? Auf der. Dann 32 hier. 9642. Ups, vertippt. Ja, ja, ist ja gut. Machen wir es nochmal von vorne. 964. Nein. Also manchmal. 9642. Nehmen wir mit. Proteinriegel, komm auch. Oh, ich sehe hier was Geheimes. Nehmen wir auch mit. Ob die 16 und die 1994 auch was zu bedeuten haben? Ich schreibe die mal auf die andere Seite. Vielleicht. 16 1994.
Was haben wir hier noch? Oh, noch eine Schublade. Sehr sicher. Ich schreibe meine Passwörter auch immer auf den Zettel und papp sie neben dem Monitor. Das macht man halt so. Als IT-Spezialist. So, was war das? Eclipse. Warum auch immer man das macht. Schreiben Sie Ihr Passwort nicht auf. Also ich kenne aber die Regel, geben Sie Ihr Passwort nicht weiter, auch nicht, und ich betone, nicht an Systemadministratoren. Was mich jetzt noch interessiert ist, wo geht's dahin? Und euch wahrscheinlich auch. Nehmen wir mal alles mit. Klauen die eigenen Leute. Wessen Büro ist das hier? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Da liegt ja noch was. Komm schon. David, also, okay. Mich auch raus, ja. Frage ist nur, wer ist David? Wer ist David? Die heißen hier auch alle nur Seraph-Mitarbeiter, ist nicht sehr hilfreich. Dann machen wir es mal so rum. Ja, schau mal, wo an wessen Tür David steht. Das ist Dennis. Irgendeiner muss ja David heißen hier. Tim? Auch nicht. Hören wir das hier nochmal? Okay. Du hast auch wieder nur Mitarbeiterin, ja. Okay, dann schauen wir mal unten noch die Büros ab.